Das Coole am Konsolengaming ist ja eigentlich, dass man wirklich ganz gechillt auf der Couch vor dem Fernseher abends gemütlich spielen kann und nicht unbedingt am Monitor, am PC, am Schreibtisch sitzen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel keine so bequeme Sitzgelegenheit hat oder nicht so viel Platz, um eine große Couch unterzubringen, kommt dieses Ding hier ins Spiel. Und zwar habe ich freundlicherweise von den Jungs und Mädels von Gamewares einen Gaming-Sitzsack geschickt bekommen. Und den habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, getestet und geguckt, wie der so ist. Und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Er ist sehr, sehr bequem. Ich zeige ihn euch jetzt einfach mal. Warum ich ihn jetzt erstmal momentan hier auf dem Tisch habe, einfach um es ein bisschen so zeigen zu können und vor allem, um euch zu zeigen, wie leicht der ist. Der ist nämlich mit kleinen Kügelchen gefüllt. Die sind sehr leicht, aber dafür eben sehr flexibel. Das Coole an dem Sitzsack ist, das ist übrigens der Onyx Morph, heißt der, in Schwarz, in Kunstleder, gibt es auch in verschiedenen Versionen, also Ausführungen mit unterschiedlichen Materialien und Farben und so weiter. Also ist wirklich für jeden auch was dabei. Das Coole ist, wie der Name schon sagt, Morph. Morph heißt, er kann sich verwandeln. Und zwar, er ist einmal ein ziemlich cooler Hocker. Da kann man auch zu zweit drauf sitzen. Man hat wirklich genügend Platz und er ist auch sehr, sehr stabil. Und dann findet man hier diesen Reißverschluss. Und hier kommt dann eben der Gag dieses Sitzsacks. Denn er verwandelt sich jetzt aus diesem Hocker heraus zu einem Sitzsack. Und deswegen finde ich das cool, dass hier eben dadurch, dass man diesen Reißverschluss öffnen kann, diese Rückenlehne entsteht. Und die ist sehr stabil. Also ich habe ihn schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon länger benutzt. Aber ich werde es euch nachher dann auch mal kurz zeigen. Und warum er für Gaming jetzt so speziell ist und warum er fürs Gaming gerade praktisch ist, fand ich, sind ein paar dieser Features, sage ich jetzt mal, die hier mit eingebaut wurden. Also da wurde wirklich mitgedacht. Einmal hat man hier auf der einen Seite diese Taschen, beziehungsweise es ist eine erweiterbare Tasche, sage ich jetzt mal, mit einem Klettverschluss. Kann man sie zu einer großen Tasche machen. Da kann man eben dann größere Sachen aufbewahren, wie zum Beispiel hier einen Kopfhörer. Wobei das eigentlich hier nicht dafür gedacht ist, denn es gibt auf der anderen Seite hier einen Kopfhörer Haken. Den zeige ich euch gleich. Was aber cool ist, per Klettverschluss, man kann das ganz easy wieder zu zwei Taschen trennen. Und dann kann man zum Beispiel Sachen aufbewahren, wie die Fernbedienung. Und hat die immer parat quasi an der Seite, wenn man spielt. Oder man kann zum Beispiel seinen Controller von der PS5 oder von Xbox oder was auch immer ihr da eben aufbewahren möchtet. Das finde ich ziemlich cool. Und es ist wirklich hier an der Seite immer griffbereit. Dann haben wir hier, das ist dann einsetzbar, wenn der Sessel eben aufgeklappt ist, ist hier ein kleiner Kopfhörerhaken. Und hier kann man dann eben ganz easy die Kopfhörer per Klettverschluss reinhängen. Und die sind dann hier auch fest, also da kann nichts passieren, die fallen auch nicht weg. Die sind eben auch immer griffbereit. Man kann natürlich auch andere Sachen hier reinhängen. Hier an den Taschen auf der anderen Seite kann man zum Beispiel auch eine Trinkflasche noch rein tun. Dann hat man immer alles griffbereit. Also ziemlich praktisch, das Teil. Bevor ich jetzt euch zeige, wie der Sessel im Einsatz funktioniert und aussieht und wie bequem der ist. Es haben übrigens hier mehrere Personen diesen Sessel ausprobiert und getestet und es war jeder begeistert davon. Also meine Mutter, die wollte den als Fernsehsessel mir gleich klauen. Sie war wirklich sehr begeistert davon. Bevor wir das machen, schaue ich noch mal ganz, ganz kurz hier die Verarbeitung an. Die finde ich nämlich sehr stabil und sehr gut verarbeitet. Es ist auch ein robustes Material und es ist auch sehr weich. Und das finde ich wichtig bei einem Sitzsack. Er soll sich ja morphen, er soll sich ja quasi anpassen, wenn man sich hinsetzt. Und deswegen, das Material ist sehr, sehr angenehm und weich. Also es verformt sich hier und man kann es hier zusammendrücken. Super angenehm. Es ist kein Echtleder, es ist Kunstleder. So, dann gehen wir jetzt erstmal mit der PS5 und mit diesem Sitzsack ins Gamingzimmer und schauen uns mal den Sitzsack im Einsatz an. So, ich wollte euch den Sitzsack jetzt auch mal kurz im Einsatz zeigen. Und zwar
ist jetzt wieder zusammengebaut zum Hocker. Und wie gesagt, die Fläche ist ziemlich groß. Da kann man sich sogar zu zweit drauf sitzen. Also man hat auf jeden Fall Platz, falls ihr mal Freunde da habt, kann man auch zu zweit drauf sitzen. Und ich finde den auch als, naja, als Stuhl, als Sitzsack, um am Schreibtisch zu sitzen, eigentlich auch super bequem, weil man sitzt automatisch auch gerade. Und das finde ich ziemlich gut. So, und dann schauen wir jetzt mal hier die Morph-Funktion nochmal an. Du darfst dich gerne drauf sitzen. Genau, also es ist so, er verformt sich, wenn man sich draufsetzt. Und die Kügelchen, die drinnen sind, die rutschen automatisch in die Rückenlehne und die ist ziemlich stabil, die Rückenlehne. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, weil man kippt nicht nach hinten oder wenn man sich jetzt mehr nach hinten lehnt. Also man kann sich quasi in die Position hineinsetzen, die man halt, wie bei einem Sitzsack halt so der Sinn eben ist, dass man sich so hinsetzt, wie man das eben gerne möchte oder bequem findet. Was ich für mich halt besonders bequem finde, ist, ich sitze gerne ein bisschen weiter vorne und habe dann die Lehne ein bisschen höher hier hinten. Du sitzt, glaube ich, eher ein bisschen weiter zurückgelehnt. Aber das ist ja das Coole, dass halt für jeden dann eben passt, die Sitzposition. Und hier hat man zu seiner Linken eben den Kopfhörerhalter parat. Den kann man auch super easy mit einer Hand bedienen. Dann hat man den Kopfhörer hier. Und auf der anderen Seite hat man eben hier dann Fernbedienung oder was man eben auch immer braucht. Und kann sich eben hier entspannt zurücklehnen und zocken. Ja, und wie ihr seht, er ist sehr stabil. Er hält einiges aus, sogar mich. Witze dazu können gerne unten in die Kommentare gepostet werden. Wenn man jetzt aufsteht, man sieht hier, dass eben der Stuhl so gemorpht ist, wie man sich eben draufgesetzt hat. Ob man jetzt wieder weiter vorne sich angelehnt hat oder weiter hinten. Was mir persönlich jetzt so noch ein bisschen fehlt oder was ich jetzt nicht oder was ich jetzt noch gut gefunden hätte, aber das ist natürlich die Frage, wie man sowas einbauen kann. Es gibt natürlich keine Kopfstütze. Also das heißt, wenn man drauf sitzt, ist es wie auf einem Bürostuhl. Man ist bis zu unter den Schultern, ist die Lehne da, aber den Kopf kann man jetzt nicht anlehnen. Aber trotzdem an sich sehr bequem und ich glaube, da kann man auch gut einige Stunden darauf zocken oder ihn als auch als Fernsehsessel nutzen. Falls euch der Sitzsack interessiert, ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal.